Ja, Freunde, guten Morgen. Heute geht's hier los ab Marienfeld, ab dem schönen Kloster. Mache ich heute eine Radtour. Eigentlich wäre diese Woche Radurlaub auf Mallorca angesagt gewesen. Eine Woche lang. Das hat sich leider aufgrund von Corona nicht so ergeben. Ja, und deshalb gibt es halt diese Woche eine Woche Radfahren hier in Deutschland. Das ist auch schön, ne? Heute geht es mal Richtung Süden. Wo es genau hingeht, zeige ich euch später nochmal. Ja, wir haben jetzt so charmante 8 Grad. Mal gucken. Ich hoffe, das wird heute noch wärmer. Die Sonne soll ja noch rauskommen. Also, wir sehen uns später noch. Hier nochmal das schöne Kloster in Marienfeld. Und jetzt geht's los. Bis später. Ciao. Ja, da bin ich wieder. Ja, ich bin jetzt eine gute Stunde unterwegs. Die ersten 30 Kilometer sind gleich voll. Also, ich bin über Herzebrock gefahren, Oelde, dann hinter Oelde über die A2. Und jetzt bin ich hier Sünninghausen. Das ist kurz hinter Oelde, geht also weiter Richtung Süden. Ein bisschen hügelig ist es hier auch schon. Die ersten Höhenmeter des Tages sind gesammelt. Ja, es ist echt schön hier. Guck mal hier, die Landschaft da, ne? Gibt es hier reichlich davon. Die Sonne kann man da oben so ein bisschen sehen. Versucht auch immer wieder schon durch die Sonne, durch die Wolken zu brechen. Ich hoffe, dass es gleich noch ein bisschen besser wird, dass es noch ein bisschen wärmer wird. Die Straßen sind langsam trocken. Es hat ja heute Nacht geregnet, aber jetzt lässt sich es ganz gut fahren. Es wird langsam auch so ein bisschen wärmer. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen mehr wird. Und dann sehen wir uns gleich wieder, ne? Macht's gut, bis dann. Ja, Freunde, jetzt bin ich hier kurz vor Soest und so langsam wird es da hinten auch schon ein bisschen hügeliger. Na, habt ihr schon erraten, wo es hingeht? Hm? Mal schauen. Ich melde mich gleich wieder und dann gucken wir mal, wo wir heute landen. Macht's gut, bis gleich. Ja, Freunde, da bin ich wieder. Ich bin jetzt so etwas über 2 Stunden unterwegs, habe jetzt gleich die 60 Kilometer voll. Und was macht man in seinem Urlaub? Natürlich ins Paradies. Und was ist noch schöner als ein Paradies? 2 Paradiese. Ja, das ist natürlich nicht das richtige Ziel der Reise. Da, wo es wirklich hingeht, da sehen wir uns gleich wieder. Das ist so, ja, ich glaube, noch eine knappe Stunde brauche ich noch, bis ich da bin. Dann sehen wir uns gleich nochmal. Aber ihr seht schon da hinten, die Sonne kommt immer mehr raus. Es wird immer schöner, es wird immer wärmer. Super schöne Landschaft hier. Also, wer braucht schon Malle, um Rad zu fahren? Ich melde mich gleich wieder bei euch. Macht's gut, bis dann. Ciao. Ja, das Paradies ist infrastrukturell auch sehr gut angeschlossen. Nämlich nicht weit vom Paradies fahren wir jetzt hier weiter auf dem Weg nach Süden und diesen kleinen Hügel hoch über die Brücke. Und unter uns sehen wir jetzt gleich die A44. Ja, auch ganz gut was los da. Ich fahre ein bisschen weiter. Bis gleich. Ja, was will uns der Künstler damit sagen? Ein Leuchtturm, der fliegen kann, Flügel auf dem Turm.
ich weiß nicht, Wegmarken, da stand irgendwas auf dem Schild. Ja, auf jeden Fall interessant. Hier mitten in der Walachei auf dem Feld steht da so ein Turm mit Flügel oben drauf. Immer hier was zu entdecken, ich sag's ja. Er braucht Malle, um Rad zu fahren. Ja, liebe Sportfreunde, nach ungefähr 2 Stunden und 45 Minuten Fahrzeit und knapp 70 Kilometern bin ich jetzt hier auf der Möhnetalsperre am Möhnesee. Ja, das ist das größte Bauwerk Westfalens. Ja, und der Möhnesee da hinter mir, ja, ist auch ganz schön groß. Ich zeige euch das nochmal so rum. Hier die Talsperre da hinten. Und da werde ich gleich rumfahren. Einmal um den See. Da hinten sind ein paar dunkle Wolken. Ansonsten ist die Sonne ganz schön rausgekommen. Da hat sich ganz gut gemacht. Ja, es wird eine schöne Tour heute. Und ja, knapp 70 Kilometer, ich denke mal, das werden heute so 170, 180 Kilometer werden es werden. Also ich habe noch ein bisschen was vor mir. Ja, ich melde mich gleich nochmal bei euch. Jetzt geht es erstmal weiter und die Sonne genießen. Wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, wer braucht schon Malle, um Rad zu fahren. Hier ist es auch richtig schön. Ja, ich bin gar nicht mehr so traurig, dass es nicht nach Malle ging, weil ich denke, die Woche hier wird auch ganz schön. Also macht's gut, bis später. Ja, wie man ja an den Rändern sieht, die Talsperre ist gut gefüllt, ist ordentlich Wasser drin, also da kann der Sommer jetzt kommen langsam, ne? Da ist Trinkwasser erstmal reichlich vorhanden. Ah, hier am Ufer sieht man es jetzt nochmal deutlich, die ersten Bäume, die stehen schon im Wasser, also die Talsperre ist definitiv voll, würde ich sagen. Ich meine, ich hätte auch diese Tage irgendwo gelesen, dass hier auch schon Wasser abgelassen wurde. Und das Ziel ist immer, dass zum 1. Mai die Talsperren irgendwie immer voll sind und überlaufen. Da hinten irgendwo hinter der Insel, da ist die Staumauer. Ja, aber in die andere Richtung hier, da geht es noch ganz viel weiter. Guckt euch mal an, wie viel Wasser das ist. Ja, über den Möhnesee gehen auch so ein paar Brücken. Ja, hier diese, die Staumauer selber. Da hinten ist auch noch mal eine. Und was man hier überall gut sieht, warum eine Talsperre Talsperre heißt, ja, weil rundherum Hügel sind oder Berge. Ja, und ganz da hinten, wo die Windräder sind, da irgendwo muss ich, glaube ich, gleich den Berg wieder hoch. Also, bis später. Ja, mittlerweile bin ich bei 86 Kilometern. Ich bin jetzt auf der anderen Seite des Möhnesees. Bin einmal hier am Südufer entlang gefahren. Und gleich geht es da vorne dann, wie ich schon sagte, die Berge höher hoch. Und dann werde ich mich so langsam auf dem Rückweg machen über Lippstadt. Das ist ja noch ein ganzes Stück. Und dann melde ich mich später nochmal. Macht's gut! Ja, aus dem
Tal vom Möhnesee, von der Möhnetalsperre, bin ich jetzt wieder rausgefahren, bin jetzt hier oben auf dem Berg. Ab jetzt heißt es mehr oder weniger nur noch bergab, wieder nach Hause. Ja, und da hinten irgendwo, da kommt Lippstadt. Ja, ich habe jetzt gerade die 100 Kilometer voll gemacht und die Sonne kommt immer wieder raus. So richtig, richtig warm ist es leider noch nicht, aber trotzdem ist es noch schön hier. Und das, was ihr da hinten seht, die hohen Türme, das müssten die Zementwerke von Erwitte Anröchte sein, wenn ich mich nicht täusche. Ja, 100 Kilometer, also ich habe noch was vor mir, so 70, 80 denke ich sind es noch. Mal schauen. Muss ich ein bisschen dran halten, dass ich mal langsam hier nach Hause komme. Ne? Mal gucken, vielleicht gibt es da unterwegs auch mal irgendwas zu essen oder meine Getränke sollte ich auch mal auffüllen, weil beide Flaschen sind leider leer. Ja, also bis später, macht's gut. So, da bin ich wieder. Ja, typischer Anfängerfehler. Mein Handy war leer. Ich habe es angeschlossen an die Powerbank. Das dachte ich zumindest. Ich habe nämlich den Stecker ins Handy gesteckt, aber nicht in die Powerbank. Ja, das Handy natürlich nicht geladen, deswegen sind wir jetzt schon ein Stück weiter. Ich habe jetzt gleich 160 Kilometer voll. Ich bin vorhin an Lippstadt vorbei, an Geseke. Dann ging es Richtung Delbrück, Riedberg, Neunkirchen. Und da bin ich jetzt auch kurz hinter Neunkirchen. Das sind jetzt auch so gute 20, 25 Kilometer wieder bis nach Hause. Ja, und landschaftlich ist immer noch sehr schön hier alles. Das kenne ich jetzt auch mittlerweile wieder, weil es ja fast schon wieder nahe der Heimat ist. Das Wetter war zwischendurch sehr gut, die Sonne kam richtig gut raus. Jetzt zieht sich schon wieder ein bisschen zu und dadurch, dass wir jetzt auch schon 4:30 haben, wird es jetzt auch wieder ein bisschen kälter. Ja, aber wie gesagt, so ein gutes Stündchen noch, dann müsste ich da sein. Und dann war das auch eine super Tour. Die Tour habe ich übrigens geplant mit Komoot. Und da merkt man immer wieder, dass doch super Strecken dabei sind. Ich habe nur ganz wenig Hauptstraßen gehabt, da wo sich wirklich nicht vermeiden ließ. Und ansonsten waren das wirklich alles sehr ruhige Nebenstraßen, schöne Wege, teilweise auch welche ich noch nicht kannte, auch jetzt hier näher zu Hause. Ne, super tolle Strecken, also kann ich nur jedem empfehlen. Ne, ich kriege da kein Geld für, aber Komoot ist echt eine super Sache. Schaut es euch mal an und plant da mal eine Strecke. Ich verlinke euch hinterher auch mal meine Strecke. Und wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen da lassen oder ihr abonniert meinen Kanal. Ne? Ich melde mich dann später nochmal, wenn wir wieder in Marienfeld sind. Alles klar, bis später. Ja, hier geht es jetzt gleich wieder über die A2. Das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass man fast zu Hause ist. Wir sind jetzt hier zwischen Gütersloh und Reda-Wiedenbrück. Ja, und wie gesagt, das sind jetzt noch so circa 15 Kilometer, vielleicht auch 20, je nachdem, wo mich der Weg leider so ein bisschen lang führt. Über die A2. Ja, und weiter geht's.
Jetzt sind wir hier am ehemaligen Militärflughafen der britischen Streitkräfte zwischen Gütersloh und Marienfeld. Das, was hier hinter mir ist, das ist die ehemalige Landebahn. Das war eine der längsten Landebahnen in Europa, glaube ich. Da konnten so ziemlich alle Flugzeuge landen. Und während der Zeiten des Kalten Krieges war dies wohl der östlichste NATO-Stützpunkt, NATO-Flughafen. Meine ich zumindest, dass es so wäre. Ja, hier bin ich jetzt schon fast wieder zu Hause. Wie ihr seht, das Wetter ist super. Die Sonne zeigt sich jetzt zum Feierabend nochmal richtig von ihrer besten Seite. Ich mache mich jetzt auf den Weg, dass ich zurück zur Klosterpforte komme, da wo es heute Morgen losgegangen ist. Und dann hören wir uns gleich nochmal. So, da sind wir jetzt wieder in Marienfeld. Diesmal nicht, zwar auch im Kloster Marienfeld, aber diesmal nicht in der Klosterkirche, sondern am Hotel Klosterpforte. Das ist hier ein ziemlich bekanntes Hotel, ziemlich gut. Da übernachten auch die Fußballvereine, die gegen Arminia Bielefeld spielen. Ja, heute hat 180, nein, nicht ganz, 176 Kilometer, das ist auch eine andere Sportart. Ich fahre gleich noch ein bisschen, bis ich zu Hause bin, dann mache ich die 180 noch voll. Aber alles in allem war das ein schöner Tag, ne? Schöne Runde. Wenn ihr sie mal nachfahren wollt, stelle ich euch die Links für Komoot und für Strava unten rein. Könnt ihr euch ja mal anschauen, falls ihr mal Lust habt. Also ich habe jetzt so gute 7 Stunden gebraucht, reine Fahrzeit. Wenn man zwischendurch noch ein bisschen Pause macht am Möhnesee, dann nochmal was isst oder so, da muss man halt schon ein bisschen mehr da einplanen. Da ist man halt den ganzen Tag unterwegs, aber sehr schöne Runde. Von Höhenmetern her ging es, von den Wegen, ja, da waren so 2, 3 Stellen, die halt fürs Rennrad jetzt nicht so geeignet waren, aber das ließ sich trotzdem fahren, das waren so Schotterwege. Ich habe da mit meinem Rad keine Angst, andere sind ja ein bisschen vorsichtiger, aber alles in allem, wieder wie immer, von Komoot, die Strecke war super, viele Nebenstraßen, kaum Hauptstraßen, ja, echt schön. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren. Und ich sehe zu, dass ich nach Hause komme. Da wartet meine Frau schon mit dem Essen und die heiße Dusche wartet auch auf mich. Und morgen geht es schon ganz früh los. Dann fahre ich nämlich mit dem Jerry, dem Radfreund von mir, fahren wir mit dem Zug ganz früh nach Goslar. Und von da aus geht es dann wieder nach Marienfeld. Das wären dann so nochmal 200 Kilometer ungefähr. Mal schauen, vielleicht berichte ich euch da ja morgen auch nochmal von. Ansonsten hören wir uns. Macht's gut, bis bald, euer Jens Jogger und ciao.